Hey ho Leute, also willkommen zurück zu Let's Play Dungeon Defender 2. Ja, beim letzten Mal haben wir uns entschieden, Fallen herzunehmen. Dann würde ich sagen, wir beginnen die Bauphase. Als erstes trotzdem, wir brauchen die Fences. Hier. Hier drüben können Gegner spawnen, wenn wir dieses Lock verlieren. Deshalb würde ich empfehlen, wir verlieren das nicht, sondern blockieren irgendwo in dem Bereich hier. Was haben wir noch? Dann haben wir hier unten einen Punkt, wo wir angegriffen werden. Den kann man wahrscheinlich besser hier drüben abfangen. Hier oben, das haben wir schon abgefangen, durch die Position eben. Hier können Gegner kommen, wenn wir sie nicht abfangen. Das werden wir auch machen. Schließlich wollen wir nicht noch mehr Gegner bekommen. Deshalb würde ich fast sagen, wir machen das so ungefähr. Aufpassen, dass es tief genug ist, damit die Gegner nicht... Es gibt Gegner, die stehlen gerne Hirnschmerzen darunter, wenn man das falsch positioniert. Wobei falsch positioniert eine schwierige Sache ist. Schwer zu sagen ist, was jetzt da genau der Fall ist. Okay. Oh, wir haben den Poison Dart Tower. Der gefällt mir. Ich habe natürlich keine Ahnung, ob der wirklich was macht, schädlich ist oder sonst irgendwas. Ich werde die einfach mal überall hin platzieren. Oder habe ich beim Prentice schon irgendwas Cooles? Nö. Dann würde ich sagen, wir gehen mal in die Richtung. Der Poison Dart Tower hat halt richtig viel Reichweite und das ist sehr schön. Damit erwischt man Gegner, die gerne sonst etwas Abstand halten. Okay. Das haben wir, das haben wir. Hier unten fehlt noch einer. Und dann werde ich wahrscheinlich Fallen platzieren. Genau, die hatten wir gesagt. Nehmen wir her. Wir haben 4 Lanes durch 20. Das heißt, wir können 5 pro Stück und an einer können wir 6 Stück haben. 1, 2, 3, 4, 5. Welche Lane hatten die meisten Gegner? Wahrscheinlich ist die hier die unangenehmste zu besuchen. So, das passt. Dann 5 jeweils an die anderen Stellen ebenfalls. 1, 2, 3, 4, 5. Und natürlich auf der Seite auch. Ach, das wird so viel angenehmer später. 1, 2, 3, 4. Vier, fünf und da oben. 1, 2, 3, 4, 5. Sehr schön. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen wieder auf unseren Combat Monk zurück. Ich muss dran denken, der ist hier in unserem Set der Vierer. In meinem eigenen ist er meistens eine andere Nummer. Und dann schauen wir mal, wie effektiv die Sachen jetzt sind. Die machen jetzt deutlich mehr Schaden. Dadurch, dass... Dings ist? Clever Girl. Ach ja. Die Frage ist, hat der genug Reichweite, um den hier anzugreifen? Stimmt, ich glaube, der Poison Dart Tower greift alle Gegner gleichzeitig an. Da oben sind Sachen, die gelb werden. Mir fehlt ehrlich gesagt eine Sache für Totems oder sowas. Ich bin mir nicht mal sicher, ob das eine gute Idee war, fallen zu gehen. Ich habe ja primär bei mir immer Series Eevee zum Beispiel gehabt. Und das ist natürlich für mich ungünstig. Ja, ich glaube nicht, dass wir diese so einfach bestehen werden. Vielleicht will ich nochmal eine Vorgänger-Map wiederholen, dass wir ein paar Relikte bekommen. Und vielleicht gehe ich doch besser auf Fire Aura. Die sind etwas nützlicher, finde ich. Ja, wahrscheinlich ist das die bessere Entscheidung. Ja. Gut.
Wir werden wahrscheinlich. Oh ja, die sind böse. Genau, solche Scheiße, die hier machen. Ist ungünstig und das macht viel zu wenig Schaden, als dass sich das groß lohnen wird. Wahrscheinlich wirklich Feueraura und fertig. Statt sie nebeneinander zu stacken, übereinander. Ist ein bisschen doof, weil ich die ganzen Sachen jetzt verkaufen muss dafür. Das ist natürlich ein reines Upgrade. Du darfst den hier wieder nehmen. Dann schaue ich diesmal, dass das richtig passt. Und dann F4. Genau. Halt. Das rausnehmen und stattdessen auf die Flame Aura. Das bringt mehr. Eins. Zwei. 3, 42, 60, das müsste hoffentlich passen. Oh, hier bekommen wir auch neue Freunde. Okay. Ja. Hier werde ich dann doch mal ein bisschen stacken. Einfach damit die Gegner, die da durch dieses Portal kommen, bisschen bessere Chancen haben, bisschen niedrigere Chancen haben, hier tatsächlich was zu erreichen. Ja, die Sachen nicht überlappen zu lassen, hat natürlich auch seine Vorteile. Ich würde jetzt trotzdem das auf der Seite überlappen lassen. Das darf ein Upgrade bekommen. Meine Empfehlung, das nicht nachzumachen mit der ersten Wave mit dem, sondern lieber sowas zu machen. Das bitte auch ausrüsten. So. Ungefähr so. Gibt es noch irgendwie, wie viele Punkte habe ich noch? Ich habe noch eine gute Menge Punkte. Dann würde ich fast sagen, werde ich wahrscheinlich die da hier oben platzieren oder sowas. Auras können nicht angegriffen werden. Ich habe noch keine Flieger, nein. Gut. Dafür sollte ich aber 50 Punkte übrig lassen, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Die da oben habe ich auch großzügig. Großzügig, aber nicht großzügig genug, wenn ich schon kann. Ich habe noch weit mehr als genügend Punkte. Eine der Sachen, die Series EV hat, die Sachen sind unglaublich teuer. Ich glaube 110 kostet ein Set. Der Weapon Manufacturer, was die beste Waffe im Spiel ist. Meines Wissens nach. Und das werden wir wahrscheinlich auch noch sehen. Ich glaube, das dürfte wahrscheinlich der erste Charakter sein, den wir freischalten. Also den wir zusätzlich noch freischalten. Zusätzlich zu den Standardcharakteren. Batsch. Die greifen diese Barrikade ganz schön brutal an. Oh, das sind. Au. Das sind ja wahnsinnig viele Gegner. Die haben. Okay. Das ist Cheating. Bitte geh da runter. Das ist auch okay. Ich hätte ehrlich gesagt liebend gern genügend Mana dafür, dass ich die anders platziere. Ja, die Feueraugen haben alle nicht sonderlich viel HP. Das ist aber noch tragbar. Das ist zu gefährlich. Da oben, das wird das nächste große Sache sein. Die Gegner hier sind zu blöd. Die versuchen die Barrikade anzugreifen, obwohl sie das nicht können. Ich habe noch leider so eine niedrige Gesundheitsregenerationsgeschwindigkeit. Okay. Ich glaube, die Gegner hier wurden entweder von den Augen auseinandergenommen oder von irgendwas anderem. Level up, Level 10, sehr schön. Dann kann ich Level 2 Sachen upgraden. Das nächste Portal ist. Hier auf der Seite.
Stimmt. Diese Portale sind übrigens immer auf der gleichen Stelle. Und zwar nur während der Kampagne, wenn ich mich nicht komplett täusche. Die andere Sache, die man machen kann, sind Ballistas. Ballista haben einen riesen Range. 4 wollte ich haben. Ungefähr dorthin. So. Sowas in die Richtung. Oh, vielleicht hätte ich besser Mana aufgehoben für Reparaturen. Ich spiele so selten mit so Niedrig-Mana-Situationen. Habe ich erwähnt, dass die Series TV-Sachen keine Reparaturen brauchen? Also diese eine, die Web Manufacturer. Und die automatisch auf dem maximalen Level sind? Nein? Gut, jetzt wisst ihr es. Okay. Ich muss hier oben ein bisschen aufpassen. Naja, ein bisschen ist übertrieben. Die haben maximal... Was weiß ich? Crystal Card ist under Attack? Was? Ach ja, die Gegner können ab und zu auf der verkehrten Seite spawnen. Deshalb sollte man die eigentlich ein bisschen weiter wegsetzen. Meine persönliche Empfehlung. Also nicht ganz so weit hier nach vorne, sondern lieber einen Schritt weiter nach hinten gehen. Au. Ich brauche Mana. Mana, Mana, Mana. Das ist wirklich nur einmal kurz diese Mega-Phase. Das ist halt das Problem, weil ich keinerlei Totems vorher bekommen habe. Mit Totems ist gar kein Problem. Okay, die stehen schön in den Flammenauren drin. Das gefällt mir auch. Dass die zu blöd, dass der zu blöd ist, ist gut. Sehr schön. Mehr Mana für mich. Okay, das war gut. Alle Verteidigungen sind so ziemlich komplett im Eimer. Okay. Was bekommen wir als nächstes? Tenacious Gegner. Mighty Gegner. Ich werde jetzt die Sachen nur mal so ein bisschen reparieren. Was wir tatsächlich dann einsetzen, das ist dann eine andere Sache. Was bekommen wir überhaupt für einen Gegner? Orks. Ah, okay. Das wird ein Spaß. Das darf abgegradet werden. Ich glaube, dass das Ding ein bisschen mehr Range bekommt. Das kann ich nicht upgraden. Ja, wir kriegen überall Orks an allen möglichen Stellen. Das ist nur die da unten. Sollte ich aber trotzdem reparieren. Mehr Damage und Ability Power werde ich natürlich ausrüsten. Die meiste Zeit mache ich das immer in den Waves nachher, aber hier ist es tatsächlich mal, am Anfang ist es tatsächlich so ein bisschen notwendig, das rechtzeitig gleich zu machen. Nachdem hier die Gegner die ganze Zeit hier rumstehen, werde ich doch mal das einsetzen. Okay, jetzt habe ich keinen Mana mehr, wir sind vollen Dingskirchenspunkten. Yep, die Orks sind relativ groß. 200. Wo kommen jetzt... Ach, ich habe übersehen, was? Mist. Große Fahrlässigkeit auf meiner Seite. Ich habe übersehen, dass es hier einen Spot gibt. Einer der Riesennachteile in der Kampagne ab. Es gibt diese komischen Sachen, die hier passieren, die sonst nie passieren. Bam. Chi-Blast ist schon cool, weil es einfach auch viele Gegner gleichzeitig trifft. Puh. Kann sein, dass wir das nicht schaffen. Einfach weil wir so viele Gegner haben, die hier
Ich hätte die Dinger abbauen sollen und hier rüber bewegen. So, G-Blast. Und bam. Crystal Card ist immer noch unter, under attack. Aber das dürfte gleich passen. Meine Güte, aber das sind aber auch viele Gegner hier. G-Blast, weg. Da ist ein Ork. Ich glaube, ich sollte mal ganz kurz das hier einsetzen, nur dass ich ein bisschen näher dran sein kann. Ohne Schaden zu nehmen. Ne, der macht Schaden auf. Spike Blockade, was destroyed. Das ist okay, das ist die letzte Wave. Ja, Hartmut, man muss schon ein bisschen schauen. Aber das war jetzt wirklich mehr Fahrlässigkeit auf meiner Seite. Au. Ich bin mir nicht sicher, was... Ja, ich glaube, es ist besser, den Cheat. Au. Das hier zu machen. Das dürfte etwas mithelfen. Ja. Ja, die Gegner sind schon etwas gefährlich am Anfang. Übrigens, man kann jederzeit natürlich Karten nochmal machen oder auf normal schalten. Dann ist das alles etwas einfacher. Puh, das war knapp. Meine Güte. Und was bekommen wir? Blau. Blau ist die häufigste Kiste. Früher war grün die häufigste, die gewöhnliche Kiste. Heutzutage ist sie relativ selten. Einfach weil es so unglaublich unangenehm ist, wenn man so schlechte Belohnungen dafür bekommt. Ja, und die Internetverbindung scheint wieder mal komplett im Eimer zu sein, wenn ich mich nicht täusche. Nee. Reparieren kann ich, aber ich komme nicht aus der Map raus, was? Meine Güte. Ja, die Sachen sehe ich auch nicht. Gut, ich versuche das mal zu reparieren. Gut, nachdem Alt F4 ja hier nicht funktioniert, müssen wir da ein bisschen anders Vorliebe nehmen. Na gut, was haben wir? Wesentlich besser. Weg damit. Das ist nochmal ein bisschen besser. Weg damit. Weg damit. Nicht besser, nicht besser. Müll, Müll. Ehrlich gesagt, ich werde hier mal sagen, dass wir Auto-Collect, aber nicht die untersten zwei Rarities nehmen. Und der nimmt nur die untersten beiden zwei Rarities. Auch Auto-Sort. Und damit wird es dann in Zukunft ein bisschen einfacher, die Sachen zu sortieren. Das ist besser. Das ist nicht besser, nicht besser, nicht besser. Sehr schön. Das werde ich mir gleich anschauen, die ganzen Sachen. Okay, Schritt Nummer 1. Wir haben hier ein Totem. Totems geben richtig viel Gesundheit. Spike Blockade. Dann, was nutzen wir noch viel? Wir nutzen Feueraurors. Primär. 292, wie viel haben wir hier? 161. Haben wir noch ein besseres? 280, 290. Im Moment haben wir noch keine Shards, deshalb ist es wurscht, wie viele Slots die haben. Halt, im Moment 292, ja, ist ein bisschen besser. Guiding Strikes Aura verwende ich nicht, verwende ich auch nicht. Fire Mage ist einfach nur da, um da zu sein. Habe ich irgendwas verwendet, was... Theoretisch könnte ich der hier zum Beispiel dem Poison Dart Tower irgendwelche Sachen geben. Ich glaube, dem gebe ich mal... Die Sachen sind hier für Crit. Defense Health, Defense Speed. Power und Speed.
Das Mark ist gar nicht schlecht. Die Marks sind primär Crit Damage. Wie heißen die Dinger? Medallions sind hauptsächlich Defense Power. Totems sind hauptsächlich Gesundheit. Gut, die anderen Sachen, man kann die theoretisch verteilen. Aber wenn ich die Sachen sowieso nicht kenne. Oh, doch, Skyguard Tower. Den will ich auch noch haben. Der Rest kann dann alles weg. Sehr schön. Ach ja, wir sind jetzt wieder hier. Die Pets habe ich noch nicht. Bekommt man erst später. Wir könnten mal J drücken. Die Fempel-Ramperts. Für 175 irgendwas. Wenn ich mir mal anschaue, Create Hero, was haben wir denn sonst noch? Der nächste kostet 10.000, 10.000, 10.000. Ich glaube, die kosten alle 10.000. Ne, der kostet nur 8.000. Und der auch nur, aber das sind ja auch Wiederholungen sozusagen. Die haben hier minimal andere Sachen. Aber den hier mag ich am liebsten, aber dafür 10.000. Ich glaube, dass man durch das Durchspielen der Kampagne einen von denen bekommt. Gut, dann schauen wir nochmal hier hin. Natürlich sind die ganzen Missionen noch ein bisschen einfacher, wenn man nicht auf Hard spielt. Sondern, ich meine, wenn, ja, entweder auf Normal oder für mit mehreren Spielern. Naja, ich würde fast sagen, wir sehen uns in der nächsten Episode, wenn wir die Ramparts verteidigen. Bis dahin, viel Spaß, Zielhörung, bye bye.